Okay. So, die Aufnahme läuft. Automatisches Ausschalten. Das TV wird ausgeschaltet. Drücken Sie OK, um Ihren TV eingeschaltet zu lassen. Meine Regie reagiert nicht die Bohne. Moment. Okay, wo ist hier okay? Ja, habe ich. Alles gut. So, bin wieder da. Erstmal herzlich willkommen zur Vorlesung Programmieren und Modellieren im Wintersemester 2020/21, die erste Vorlesung. Ich begrüße euch hier aus meinem Studio. Ich kann hier unfassbare Überblenden machen. Das ist jetzt irgendwie bei mir im Hintergrund noch Programmieren und Modellieren so im Halbschatten zu sehen. Das ist ja lustig. Wir wissen es nicht, warum. Herzlich willkommen. Vorlesung ist im dritten Semester. Alle, die im dritten Semester sind, heben kurz die Hand und machen den Daumen hoch in der Reaktionsleiste. Okay. Jeder Jahrgang ist so ein bisschen anders. Ihr habt alle die Einführung beim Stefan gehabt. Stefan, wie heißt du mit Nachnamen? Göller. Beim Stefan Göller. Und ihr könnt alle Python. Wer kann Python? Daumen hoch. Dann habt ihr Algorithmen und Datenstrukturen gehabt bei der Kollege Claudia Forri. Kollegin. Ne? Das heißt, ihr könnt jetzt auch perfekt Java. Hey, ja, schon leichte Unsicherheit in den Gesichtern. Wunderhübsch. So. Mein Name ist Albert Zündorf. Ich bin Leiter des Fachgebiets für Software Engineering hier an der Uni Kassel. Und wir haben jetzt mal mindestens ein Jahr lang das Vergnügen miteinander. Jetzt in diesem Semester bei Programmieren und Modellieren. Und nächstes Semester bei Software Engineering. Softwaretechnik Praktikum heißt das jetzt, glaube ich. Ne? Softwaretechnik Praktikum. Verrückte Geschichten. Und beides Pflichtvorlesungen, das heißt, da führt jetzt erstmal kein Weg dran vorbei. Nichtsdestotrotz versuchen wir das so praktisch wie möglich zu machen. Oh, wie cool! Man kann während der Vorlesung rauchen. Das ist ja geil. Super cool. Dinge, die wir tun wollen. Softwaretechnik, was macht das eigentlich? Moment, da müssten wir mal wieder die Perspektive wechseln. Ich bin hier in so einem großen Studio. Ich sehe euch vor mir, haben wir inzwischen alle gemerkt. Wir haben versucht, mit der Beleuchtung viele Dinge zu machen. Wir haben versucht, mit dem Mikro Dinge zu machen, dass ihr mich gut hören könnt. Ich hoffe, ihr habt einen guten Sound. Die Vorlesung wird aufgezeichnet. Wir stellen die nachher bei YouTube ein. Das heißt, ihr könnt die euch dann auch später eingucken, wenn der Termin ein bisschen früh ist. 16 Uhr kann man aber meistens schaffen, aber wenn irgendwie mal was dazwischen kommt oder die Zoom-Verbindung reißt ab, kann man sich es nachher angucken. Dann kann man aber nicht während der Vorlesung Fragen stellen, was blöd ist. Na, und wenn jetzt irgendwelche Dinge unklar bleiben, dann hat man halt gelitten. Und ich kann euch keine Fragen stellen, was viel schlimmer ist. Na, und deswegen müssen wir das vernünftig hinkriegen. Softwaretechnik beschäftigt sich weniger mit tiefen Algorithmen oder komplexen Verfahren. Wir beschäftigen uns mit praktischer Softwareentwicklung. Und zwar eigentlich mit Projektmanagement für Softwareentwicklung. Also wie stemme ich ein größeres Softwareprojekt, an dem auch mehrere Personen arbeiten? Vielleicht auch nochmal zurückgehen. Ihr habt in der Vorlesung beim Stefan im Prinzip die klassischen Programmiersprachenmechanismen gelernt. Jeder von euch kann jetzt so eine If-Schleife machen und kann so eine Methode mit Parametern machen, kann die aufrufen. Ihr könnt sogar vielleicht schon so ein bisschen Rekursion oder irgendwie sowas. Ihr habt im Prinzip dann bei der Frau Fori gelernt, auf 30 verschiedenen Arten einen Stapel Karten zu sortieren. Auch eine ganz wichtige Geschichte. Und wo im Großen und Ganzen jetzt noch eine Lücke ist in eurer Ausbildung, das ist bei den Datenmodellen oder bei der Datenstrukturierung oder bei der Modellierung mehr oder weniger. Was ihr kennt, ist Variablen vom Typ Integer oder Parameter vom Typ Integer, vielleicht mal so ein String. Und wenn es so richtig heiß hergeht, ein Array auf Integer oder String oder ein Array von Arrays. Aber jetzt ist mal langsam gut. Na, und mehr
Dinge haben wir bis jetzt in eurer Ausbildung noch nicht gemacht. Und wir werden jetzt in dieser Vorlesung da Dinge hinzufügen zur objektorientierten Datenmodellierung. Unfassbar cooles Zeug. Und das wird tatsächlich eure sprachlichen Fertigkeiten bei der Programmierung extrem erweitern. Ihr könnt mit Hilfe von objektorientierter Modellierung ganz neue Probleme attackieren, viel komplexere Sachen machen. Es ist auch tatsächlich unfassbar viel einfacher. Man muss dafür ein paar handwerkliche Grundlagen lernen. Das machen wir hier in dieser Vorlesung. Und dann kann man eben mit objektorientierten Datenmodellen unfassbar komplizierte Probleme beherrschen und lösen. Softwaretechnik allgemein beschäftigt sich mit Methoden, Sprachen, Werkzeugen, Techniken, bla bla. Das soll euch jetzt mal egal sein. Was organisatorisch ist, immer vorweg. Es gibt 6 Credits für diese Veranstaltung. Es gibt diese Vorlesung. Es gibt am Freitag immer eine Übung. Die macht Clemens. Clemens, wink doch mal in die Kamera. Die Hand, das die gehört Clemens. Der stellt sich, glaube ich, dann irgendwann spätestens am Freitag vor. Die Lecture ist eben Dienstags 16 Uhr per Zoom. Ihr habt das ja alle gefunden. So gesehen hat das schon mal funktioniert. Übungen sind freitags. Ich weiß gar nicht, auf dem gleichen Kanal oder was da für ein Zoom-Link dafür gilt. 14 bis 15:30 Uhr. Ihr müsst jede Woche Hausaufgaben machen. Das sind immer kleinere Programmieraufgaben. Die macht ihr bitte einzeln und kopiert sie nicht voneinander. Das macht uns immer unfassbar sauer, wenn wir das merken, dass die nur kopiert sind. Die müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt abgegeben werden, jede Woche. Das wird bepunktet. Man muss eine bestimmte Punktzahl erreichen, damit man an der Klausur teilnehmen darf. Wenn man mehr Punkte als unbedingt nötig hat, dann kriegt man eventuell dafür bei der Klausur irgendwie super Gummipunkte gut geschrieben und solche Geschichten. Die Details der ganzen Prüferei erklärt euch Clemens am Freitag. Ich habe da keinen Bock zu. Und tatsächlich erzähle ich jedes Mal, wenn ich da was zu sage, irgendwie was Falsches. Und tatsächlich ist es so, das, was ich jetzt erzähle, ist nur mittelmäßig relevant. Der nachher entscheidet, ob das, was ihr macht, richtig ist oder falsch, ist Clemens. Und die ganzen Studierenden, die da die Hausaufgaben korrigieren, die ganzen Hiwis von uns. Das sind die Leute, mit denen ihr diskutieren müsst, ob ihr das richtig gemacht habt oder falsch. Und irgendein Argument, aber Albert hat das doch so erklärt, ist vollkommen irrelevant. Clemens und seine Leute geben euch Punkte und nur, dass die sagen, gilt. Ne? Und die sind das auch, die nachher die Klausur stellen und die auch die Klausuren korrigieren. Ich helfe da auch manchmal mit. Darf dann so ganz einfache Sachen machen. Aber im Großen und Ganzen müsst ihr Clemens und Max und die ganzen Leute glücklich machen und nicht mich. Ne? Ich versuche euch so gut wie möglich auf Clemens zuzugreifen, aber Clemens ist der Endgegner. So. Die Klausur wird irgendwann in der vorlesungsfreien Zeit sein. Ich fürchte, die wird tatsächlich in Präsenz sein, denke ich mal. Ne? Ja, so wie früher. So, da geht man an die Uni und sitzt dann in so einem Saal, wahrscheinlich in der Mensa, und schreibt so eine Klausur mit Papier und Bleistift. Unsere Klausuren sind dafür berüchtigt, dass sie unfassbar dick sind. Das ist schnell mal so 30, 40 Seiten. Es gibt Menschen, die Probleme haben, die zu lesen, bevor die 1,5 Stunden Bearbeitungszeit rum sind. Ne? Also, und da soll man die auch noch ausfüllen. Das ist relativ groß und umfangreich. Ich behaupte immer, dass die Leute, die die Hausaufgaben aktiv machen, in der Klausur dann keine Probleme mehr haben. Manchmal werden wir da eines anderen belehrt. Ne? Aber tatsächlich ist es eine gute Idee, die Hausaufgaben zu machen. Und wer die Zulassung zur Klausur ehrlich erworben hat, von dem erwarte ich dann auch, dass er die Klausur schafft. Die sind eigentlich nicht so furchtbar kompliziert und wir haben da auch relativ gute Erfolgsquoten bei dieser Klausur. Ich glaube, 60% oder 70% bestehen die, Max oder Clemens? Ja, so, ne? Also ungefähr 80 sogar, höre ich gerade aus dem Hintergrund. Man kann das schaffen, wenn man die Hausaufgaben selber macht. Ich will sagen, macht gefälligst die Hausaufgaben selber. Und damit es dreimal ist, macht gefälligst die Hausaufgaben selber. Ne? Und übt das, nehmt das ernst. Das sind die Sachen, die wirklich wichtig und spannend sind und ganz wenig von dem, was ich hier erzähle. Ich weiß nicht, manchmal tue ich die Folien online, manchmal auch nicht. Das liegt im Wesentlichen daran, eigentlich könnt ihr die im Video sehen. Und tatsächlich, ich habe normalerweise 12 Folien, heute habe ich 20. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen will. Mein Ton ist weg. Alles wieder da. Jetzt ist mein Ton wieder da. Okay, gut. Es gibt Literatur zu dieser Vorlesung.
Es gibt, ich weiß nicht, kennen die Jungen, wer von euch weiß, was ein Buch ist? Ne? Also das ist das, was man vor dem Kindle hatte. Ne? Also, und bevor man das alles immer auf dem Tablet gelesen hat und bevor man immer alles online gelesen hat, es gibt Bücher dazu, die in der Softwareentwicklung finde ich die nicht so richtig spannend, die veralten so furchtbar schnell. Und das Schlimmste, mit dem sie mich in meiner Jugend gequält haben, war Helmut Balzert. Oh, ein Buch, verrückt. Das Schlimmste, was ich je gesehen habe, ist das von Helmut Balzert, Taschenbuch der Softwaretechnik oder Lehrbuch der Softwaretechnik, Band 1 und 2. Kauft euch das um Gottes Willen nicht. Ne? Also nur, wenn ihr das irgendwie googelt und das wird euch vorgeschlagen, das ist mal so ungefähr das Blödeste, was es gibt. Ja, ich will es nicht länger bereden. Was ganz gut ist, ist Grady Boot von Bo Jacobsen, The Unified Modeling Language. Das ist ein Standardwerk. So ein PDF sollte jeder auf seinem Rechner haben. So, dann gibt es im Wesentlichen UML at Work. Das ist besser. Also das Boot, Jacobsen, die drei haben im Prinzip so Diagrammarten entwickelt, die tatsächlich in der Softwaretechnik zum Modellieren viel eingesetzt werden. Wichtig, werden wir kennenlernen. Die haben es erfunden. Die haben erklärt, wie es geht. Und hier, das ist das ultimative Buch. Das ist das, was ihr wirklich braucht. Da drin wird es genau erklärt. Im Prinzip ist das das Buch zur Vorlesung. Da bin ich nämlich Autor. Albert, zusammen mit Ulrich habe ich das geschrieben und Ruben. Unfassbar wichtiges, sehr kluges Buch. Gibt es elektronisch zum Runterladen für 4,75 Euro. Das kann ich wirklich empfehlen. Und da kriege ich pro Buch 1 Euro und jeder meiner Co-Autoren auch. Und wir können dann jedes Jahr uns einmal treffen und davon lecker essen gehen. Wer es nicht haben will, ist auch okay. Also, ne, ist nur, wer gerne ein Buch hat, der kann sich das besorgen. Control Shift Tab. Hey. Lustige Bücher aus dem Bereich Softwaretechnik ist Tom DeMarco, Der Termin und Frederick Brooks, The Mythical Man-Month. Und irgendwo gibt es noch, nee, Der Termin, das sind die beiden Bücher, die es braucht. Sehr kurzweilig zu lesen und beschreibt sehr gut die Problematik, mit der sich Softwaretechnik betreiben lässt, ist auch ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk. Also für richtig nerdige Leute. Wir werden euch mit Werkzeugen quälen, insbesondere mit FooLib, die wir selber hier im Fachgebiet entwickelt haben. Und Adrian freut sich da schon richtig drüber. Wir werden insbesondere Alternativen für das Modellieren von Klassendiagrammen, was immer das ist, ausprobieren. Da haben wir inzwischen schon wieder eine neue Notation. Machen wir jedes Jahr neu im Prinzip. Und wir probieren mal aus, womit ihr am zufriedensten seid. Das heißt, wir werden Hausaufgaben haben, wo man dasselbe Klassendiagramm, wir werden euch in zwei Gruppen teilen. Und dann sagen, die eine Gruppe macht es bitte so, die andere Gruppe macht es bitte so. Und werden dann gucken, welche Gruppe macht es besser. Nee, das machen wir, klar. Und Clemens ist total begeistert. Und dann werden wir das wissenschaftlich auswerten und darüber ein Papier schreiben und sagen, 70% unserer Studenten fanden das eine super gute Sache. Das wird natürlich anonymisiert, aber wir werden prinzipiell eure Hausaufgaben dazu verwenden. Dafür dürfen wir euch nicht zwingen. Das heißt, wer nicht möchte, dass wir seine Hausaufgaben für wissenschaftliche Zwecke anonym verwenden, der muss das irgendwann mal auf so einen Hausaufgabenzettel draufschreiben und sagen, nee, ich bin raus aus der Nummer. Ne? Insbesondere dann, wenn wir diesen AB-Test mal einmal machen. Und dann streichen wir den da raus und tun ihn auf eine schwarze Liste. Nein, das tun wir nicht. Christoph möchte noch ins Bild. Christoph verbessert gerade das Mikrofon. Irgendwelche Detaileinstellungen am Mikrofon. So. Wer seid ihr? Was wollt ihr lernen? Schreibt doch mal ein paar Stichworte ins Zoom-Chat. Was ihr glaubt, was ihr in dieser Veranstaltung macht. Ein paar habe ich jetzt schon gesagt. Aber gibt noch mal mehr. UML-Modelle, super gute Idee. Gib mir noch eins, gib mir noch eins. Diagramme malen, Programm Voodoo, ja. Wir werden ganz, ganz viel Voodoo machen. Auf jeden Fall. Objektorientierung machen wir. Komplexe Programme ist so ein Punkt, ja. Klassenobjekte, ja, machen wir auch. Sequenzdiagramme tatsächlich auch. Ja. Hey, die Leute wissen schon was. Testen, ganz wichtige Nummer, werden wir machen.
Wir werden insbesondere Test-Driven Design und Trust-Driven Software Development kennenlernen. Ganz, ganz wichtige Sachen. Graphical User Interface. Die Antwort 42 schreiben, da war schon mal einer in einer meiner Vorlesungen. Sehr gut. Graphical User Interface Geschichten werden wir auch ungefähr ein Drittel der Vorlesung machen, weil sonst keiner macht. Wir lernen GitHub kennen, auf jeden Fall. Was immer das ist, damit wird euch insbesondere Clemens quälen. Das mache ich jetzt persönlich erstmal nicht. Oder? Clemens? Clemens guckt böse? Clemens nickt. Alles gut. Das sind so die Geschichten. Ja, im Wesentlichen ist es schon mal das. Was wir in dieser Vorlesung noch nicht machen werden, sind parallele Geschichten. Also prinzipiell verteilte, nebenläufige Programme. Da kommen wir nicht dazu. Der Punkt ist im Wesentlichen, dass bisschen größer mich. Parallele Sachen sind unfassbar schwierig. Und tatsächlich werden wir davon ein bisschen was in Software Engineering 1, also in Software Technik Praktikum machen. Aber es gibt eigene Vorlesungen dazu. Und tatsächlich wird sich das uns so richtig erschließen in der Vorlesung Microservices. Die könnt ihr bei mir im 5. Semester typischerweise hören. Da werden wir solche Geschichten behandeln. Wir werden von Objektorientierung in diesem Semester auch nur einen Teil behandeln. Die vertiefenden Geschichten in dem Bereich, also insbesondere, wie gehe ich richtig mit Vererbung um? Das ist eine ganz komplizierte Nummer. Die lernen wir wahrscheinlich in der Vorlesung Design Pattern. Die biete ich in meinem 4. Semester an. Kann man da hören, wobei wir uns bis heute nicht wirklich sicher ist, ob es eine gute Idee ist, Design Pattern im 4. Semester schon zu hören oder ob man nicht lieber vorher das Softwaretechnikpraktikum gemacht haben soll. Wir haben gemerkt, dass beide Sachen zusammen in einem Semester, Softwaretechnikpraktikum und Designpattern, oft zu zeitaufwendig ist und dass die Leute das nicht hinkriegen. Na, muss man mal ein bisschen gucken. Okay. Einführung sind wir heute. Wunderbar. Noch mehr Einführung. Ziele der Veranstaltung hatten wir jetzt gerade im Großen und Ganzen behandelt. Lass uns mal was tun. Was meine ich mit Modellierung? Und jetzt geht es im Wesentlichen darum, was ist der Bereich, von dem nach meiner Meinung nach Clemens guckt, als ob ich was falsch gemacht hätte. Ah, Clemens sagt, es wäre eine schöne Idee, die Folien auch zu zeigen, wenn ich drüber spreche. Modellieren ist eine der Kernkompetenzen der Informatik und eine Sache, die ihr bis jetzt noch nicht viel gemacht habt. Na? Und da muss ich jetzt so ein bisschen ausholen, was mache ich, meine ich denn damit eigentlich? Für mich ist eine der allerersten Geschichten, die in der Informatik gemacht worden ist, die Apollo-Mondlandung. Und das Lustige war, wir haben damals die Apollo-Mondlandung bei uns auf dem programmierbaren Taschenrechner simuliert. Da gab es ein super cooles Spiel. Und im Wesentlichen funktioniert das so, es geht darum, wir möchten auf dem Mond landen. Und wir müssen Treibstoff dafür mitnehmen. Da kostet irgendwie der Liter von dem flüssigen Wasserstoff, den die da benutzt haben, irgendwie 1 Million Euro. Das heißt, wir würden auch nicht gerne furchtbar viel davon mitnehmen. Kostet ja auch ein bisschen viel, aber ein bisschen zu wenig mitnehmen ist auch doof. Dann kann man noch landen, damit nicht wieder starten. Was gibt ganz schreckliche Bilder im Fernsehen, das wollen wir auch nicht. Und jetzt wollten die ausrechnen, wie viel brauche ich denn jetzt eigentlich? Wie viel Treibstoff müssen wir mitnehmen? Zu der Zeit, das war so 68 rum, 66, 3, ja, 68 rum, war es noch so, es gab noch keine richtigen Computer. Und was man gemacht hat, man hat natürlich die Mathematiker gefragt, rechnet das mal aus. So, wir waren alle in der Schule und haben alle gelernt, Optimierungsprobleme in der Mathematik, das ist ganz leicht. Da nehmen wir die erste Ableitung, suchen die Nullstelle, da ist ein Optimum. Ne, wahlweise ist das besonders viel Sprit mitnehmen oder ganz wenig mit Sprit nehmen. Lass uns das doch so tun. Die Voraussetzung für diese Art der mathematischen Optimierung ist, dass man eine geschlossene Formel hat, die man ableiten kann. Und diese Mond-Apollo-Landung, da sitzt so ein blöder Pilot in dem Scheiß-Cockpit und der bremst so, wie er Lust hat, zu bestimmten diskreten Zeitpunkten. Und dann gibt es immer so Sprünge in diesen Kurven. Und dann kann man nicht so einfach eine Ableitung bilden. Man muss eben die Entscheidung des Piloten irgendwie mitmodellieren. Wie mache ich denn das jetzt? Und dann haben die Mathematiker so eine Woche rumgerechnet und haben gesagt, wir kriegen das nicht hin. Wir können die Ableitung nicht bilden. Wir können euch nicht das Optimum ausrechnen.
Und dann saßen da so ein paar Leute an so einer Rechenmaschine und haben die gesagt, ach komm, lass uns das mal simulieren. Und simulieren ist das relativ simpel. Was man macht, ist, man sagt, ich habe irgendwie eine Masse, die das ganze Ding hat, sagen wir mal 3000 Kilo, nicht Tonnen. Ich habe eine Höhe in Kilometern über dem Mondboden. Ich habe eine Sinkgeschwindigkeit. Ich habe Treibstoff an Bord, von mir aus in Tonnen, auch nicht in Kilo. Ja. Und ich habe eine Mondanziehung. Wer weiß noch, was so eine Anziehungskraft ist? Die Erdbeschleunigung ist 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Und die vom Mond ist eben kleiner, 0,6 Meter pro Sekunde Quadrat. Ist eigentlich ein Sechstel von 9, kommt das hin? Nee. Ein Zehntel? Ein Zehntel. Zwölftel? Irgendwie so. Vielleicht ist die Zahl immer schon falsch gewesen. Und dann kann ich sowas sagen, wie ich habe eine Anfangssituation, wo ich mich eben 1000 Kilometer oder Meter über dem Mondboden befinde. Und jetzt lasse ich die Schwerkraft mal eine Sekunde lang wirken. Oder 10 Sekunden lang wirken. Dann werde ich nach 10 Sekunden 6 Meter pro Sekunde Fallgeschwindigkeit haben. Ist das wahr? Wer ist dafür? Ja, ne? Prinzipiell, wenn ich auf der Erde falle, bin ich nach einer Sekunde 10 Meter pro Sekunde schnell oder 9,81 Meter, dann werde ich jede Sekunde genauso viel schneller. Ne? Und wenn ich 10 mal 0,6 nehme, habe ich diese Fallgeschwindigkeit. In der Zeit habe ich eine Strecke zurückgelegt. Das ist tatsächlich die Hälfte davon, weil am Anfang war 0, am Ende ist die hohe Geschwindigkeit. Das heißt, ich habe dann schon 3 Meter Fall zurückgelegt. Meine Höhe ist nicht mehr so groß wie vorher. Wenn ich nochmal 10 Sekunden warte, dann werde ich schneller, meine Höhe nimmt ab, ich werde noch schneller. Und ich rechne das einfach von mir aus im Sekundentakt oder im 10-Sekunden-Takt einfach durch. Und dann lasse ich mich so fallen. Na? Und tatsächlich haben die damals eine Simulationsumgebung gebaut, wo dann sich so Astronauten in so eine Kapsel gesetzt haben, so ein Nachbau davon, so ein kleines Fenster. Dann haben sie Leute mit so einer großen Leinwand vor das Fenster gestellt. Und die sind dann jede Sekunde einen Schritt auf dieses Fenster zugegangen. Und dann haben sie irgendwann mal die Leinwand gewechselt, eine andere Vergrößerung, sind immer wieder auf diese Leinwand, auf das Fenster zugegangen, damit die Piloten den Eindruck hatten, der Erdboden kommt näher. Und im Cockpit war noch so eine Anzeige, so und so ist unsere Höhe und unsere Fallgeschwindigkeit jetzt gerade. Und dann konnte irgendwann der Typ da in dieser Kapsel klicken und sagen, boah, auf den Knopf drücken, lieber mal ein bisschen bremsen. Und dann hat man gesagt, okay, wir haben so einen Schub, der ist, sagen wir mal, doppelt so hoch oder dreimal so hoch wie die Mondanziehung. Das heißt, unsere Geschwindigkeit nimmt jetzt so und so viel ab. Aber wir sind ja immer noch am Fallen. Das heißt, der Erdboden, Mondboden kommt immer noch näher und so weiter und so weiter. Und dann konnte man das durchsimulieren. Und dann hat man ein paar hundert solche simulierten Landungen gemacht. Und dann hat man gesagt, naja, in 90% der Fälle kommen wir mit so viel Sprit aus. Lass uns so viel mitnehmen. Na, und die letzten 10%... Dann haben die halt Pech gehabt. Ne? Und auf dem Weg hat man sich dem angenähert. Und so haben die das damals gemessen. Und dieser Punkt ist, was man gemacht hat, ist, man hat diese reale Welt mit ihrer Mondlandung abgebildet auf wenige Zahlen im Computer. Ne? Verschiedene Variablen mit Gleitkommazahlen von mir. Und hat dann im Prinzip einfache physikalische Formeln genommen, um von einem Zustand zum nächsten immer schön zu rechnen. Und dieses Rechnen geht halt mit einem Computer so schnell, dass man das in Realzeit machen kann, dass man in Realzeit den Leuten mit der Leinwand sagen kann, geh mal so stark auf dieses Fensterchen zu, dann nehmen wir jetzt mal die Leinwand, die so und so detailliert ist. Und die Anzeige im Cockpit konnte irgendwie immer angepasst werden. Und dann hat man im Prinzip währenddessen auch summiert, wie viel Sprit haben wir schon verbraucht und hat dann im Prinzip einfach solche Sachen durchsimulieren können. Interpretation bedeutet jetzt, naja, also wenn H gleich 0 ist und V ist gleich 1000 Kilometer pro Sekunde, was passiert dann? Irgendwelche Ideen? Ne? Dann macht es Puff und die Landekapsel ist kaputt. Das heißt, hat man gesagt, oh, wäre schon gut, wenn H gleich 0 ist, wenn V dann nicht größer ist als 3. Meter pro Sekunde Quadrat oder irgendwie sowas. Ne, 3 Meter pro Sekunde. Ja. Ja, dann setzen wir so und so fest, können wir aufsetzen. Das kann man ein bisschen vorher ausprobieren. Und anschließend kann man sagen, okay, in dem Bereich sollten wir irgendwie bleiben. Sonst nehmen die Insassen bleibenden Schaden.
Okay, das ist immer noch Modellierung mit einfachen elementaren Variablen. Das nächste Problem, was die Informatik dann gelöst hat, waren die kürzeste Wegesuche nach Dijkstra. Habt ihr alle kennengelernt? Ne? Dijkstra oder wie hieß der andere? Prim? Ne, wer habt ihr alle gemacht bei effizienten Algorithmen, bei Favori? Im Wesentlichen habe ich ein großes Straßennetz. Ich modelliere die für mich spannenden Anteile dieses Straßennetzes in einem Netzwerk, in einem Graphen. Den bilde ich ab auf ein zweidimensionales Array oder auf, ja, doch typischerweise auf ein zweidimensionales Array. Und nein, das ist sogar nur eindimensional, weiß ich nicht genau. Und dann kann ich darauf Berechnungen durchführen. Und jetzt können wir mal versuchen, hier Nikita, der kann das dann bestimmt am besten. Wenn ich hier losfahre und dahin möchte, Nikita, wo muss ich dann als erstes lang? Sag mal was vor. Ja, der Nito, ja, geh mal online. Hey. 1, 3, 4, 2, 5, 6, 7. 1 nach 3, nach 4, nach 2, nach 5, nach 6, nach 7. Warum nicht über 8? Geht auch. Warum nicht von 4 nach 5? Ist zu lang, genau. Von 4 nach 5 direkt ist 4 Kilometer, über 2 sind es nur 2 Kilometer. Na, und das ist extra so gezeichnet, damit man das nicht auf Anhieb errät. Aber ja, na gut. So kann man es erstmal berechnen. Ne? Und es gibt eben dieses Verfahren von Dijkstra, um da den kürzesten Weg zu suchen, oder Prim und Kruskal und wer da alles fröhliche Dinge gemacht hat. Tatsächlich wird das so gemacht. Im Wesentlichen funktionieren die Verfahren für Routing im Auto, im Straßennetz nach diesem Verfahren. Ne? Was die noch machen, ist, die suchen dann von beiden Seiten. Dann kann man noch so ein Pre-Computation-Sachen machen, damit das unfassbar schnell geht. Aber im Wesentlichen funktioniert das so. Und da kommt man noch mit relativ simplen Datenstrukturen klar. Man braucht einfach nur so ein Array, dann ist das schon erledigt. So, die nächste Komplexitätsstufe ist, wenn es ums Geld geht. Wenn es wirklich darum geht, Konten in der Bank zu simulieren oder zu modellieren oder zu machen, dann brauche ich eben ganz, ganz viele Datensätze, komplizierter strukturierte Daten. Im Wesentlichen brauche ich das für jeden Kunden, immer für jedes Konto, das dieser Kunde hat und anschließend für jede Transaktion, die ich mache. Also wenn ich von A nach B Geld überweise, gibt es immer ein Objekt oder einen Datensatz, der beschreibt, von dem Konto habe ich jetzt so viel runtergenommen, auf das Konto habe ich so viel Geld draufgetan. Im Großen und Ganzen. Und das kann ich eben benutzen, wenn ich in einem Geldautomaten stehe und da 200 Euro abhebe und es ist ein guter Tag und mein Konto ist noch gedeckt, BAföG ist gerade frisch gekommen, dann gehen eben 200 Euro hier runter, ich kriege eine Auszahlung von 200 Euro und auf irgendeinem anderen Konto, dem ich das Geld dann gebe oder schicke, ich mache nur eine Überweisung, der hat dann anschließend. Nee, ich hab, der Geldautomat hat weniger in der Kassette und das Konto hat auch weniger, es war eine Barauszahlung. Okay, und dafür lege ich dann immer so einen Rekord an. So einen Datensatz, wo ich so drei, vier verschiedene Werte von irgendwas zusammenfasse, das ist in dem Weiteren das, was ich als Objekt bezeichnen möchte oder wofür ich objektorientierte Datenmodellierung nehme. Und ich fasse einfach mehrere einfache Werte, die logisch zusammengehören, zu einem Ding zusammen. Ne? Wenn ich mir das vorstellen möchte, kann ich mir vorstellen, ich habe so ein kleines DIN A6 Karteikärtchen. Da schreibe ich einfach ein paar Sachen drauf. Das ist für mich dann ein Datensatz. Diesem Karteikärtchen gebe ich eine eindeutige Nummer. Dadurch wird das zu einem Objekt. Und dann kann ich nämlich von einem Karteikärtchen einen Querverweis auf ein anderes Karteikärtchen machen und sagen, die Details, die Adresse von dem Albert, die findest du auf der Karteikarte mit der Nummer 42. Hey, endlich habe ich 42 unterbringen können. Die Beschreibung von der letzten Bestellung, die er gemacht hat, das ist auf der Karteikarte 112. Und die Beschreibung von dem und dem Teil, das ist auf der Karteikarte so und so. Das heißt, ich kann jetzt eben die verschiedenen Karteikärtchen miteinander verknüpfen, was hier durch diese Pfeile angedeutet wird. Und dadurch kann ich wirklich komplexe
Sachverhalte in meinem Computer abbilden, modellieren, darstellen. Und der Computer kann auf diesen komplexen Sachverhalten arbeiten und da Berechnungen durchführen. Und das sind die Sachen, die wir hier in dieser Vorlesung lernen wollen. Im Großen und Ganzen. Okay, das sind die Mechanismen, die wir zur Verfügung haben. Wir haben simple Variablen, wo wir uns im Wesentlichen Zahlen, Adressen, Texte merken können. Wir können die zu Datensätzen zusammenfassen. Wir können Arrays verwenden und wir können letztendlich auch diese Datensätze durchnummerieren und dann haben wir Objekte. Wir werden als Beispiel hier in der Vorlesung die StudyRight University verwenden. StudyRight University ist ein uraltes Beispiel. Früher hieß das, bitte rettet Prinzessin Ada. Das war eine Aufgabe, eine Programmieraufgabe für die polnische Informatik-Olympiade 1900, ich weiß nicht wann, oder 2000 irgendwann. Nee, waren noch 1900, glaube ich. Letztes Jahr 1000. Und die ist deswegen spannend, weil es damals in einer Informatikzeitschrift für Informatiklehrkräfte einen Aufsatz gab, wo ein älterer Informatiklehrer gesagt hat, ja, guckt mal, was Objektorientierung für ein Blödsinn ist. Das ist doch mal eine ganz kleine Sache, die man mit Arrays löst, wo man keine Objektorientierung für braucht. Und ich habe damals im Prinzip schon über objektorientierte Modellierung geforscht und wir haben das gelesen und haben gesagt, was für ein Vollidiot, und haben auf der Folgekonferenz einen Aufsatz geschrieben und haben gesagt, ey, das ist genau eines der Probleme, dass man viel besser objektorientiert lösen kann. Und haben im Prinzip eine Gegendarstellung gemacht und haben damit dann gesagt, das ist total falsch. Der Autor der ersten Nummer, wo er gesagt hat, Arrays sind das richtige Mittel, dieser war dann aber dem Jahr danach leider krank. Wir konnten uns da nicht öffentlich fetzen. Er hatte Angst vor uns, glaube ich. Weiß ich aber nicht genau. So, deswegen benutzen wir dieses Beispiel immer noch. Und weil es in diesem unfassbar klugen Buch, das ihr euch bitte alle kaufen sollt, damit ich endlich mal wieder essen gehen kann, drinnen steht. Und zwar ist die Aufgabe jetzt hier, ich habe eine Universität, die hat so ein Gebäude hier und in jedem Raum findet genau eine Vorlesung statt und zwar die ganze Zeit ständig. Und wir haben hier den Student Kali. Kali ist ein norddeutscher Vorname, der genderneutral ist. Der wird sowohl für Frauen als auch für Männer verwendet und deswegen ist der unfassbar großartig für dieses Beispiel. Also, Student oder Studentin Kali steht hier vor der Universität und möchte gerne einen Abschluss bekommen. Den Abschluss bekommt man hier oben in dem Examination Room. Und zwar nur, das war eben die Aufgabe, wenn man hier aufschlägt und hat exakt 214 Credits gesammelt. Wer weniger Credits hat, der kriegt keinen Abschluss, klar. Wer zu viel Credits hat, der hat vorher schon keine Energie mehr. Du wirst am Anfang mit 214 Motivationspunkten ausgestattet. Und wenn du die ausgegeben hast, dann sagst du, ich gebe auf, ich habe keine Chance mehr. Dann hörst du auf. Und die Idee ist jetzt eben, mach bitte hier drinnen eine Wegesuche. Und hey, Wegesuche nach Dijkstra, Kinderkacke. Wissen wir, wie es geht. Mit Dijkstra kann man kürzeste Wege suchen. Ihr sollt aber einen suchen, der genau 214 Credits lang ist. Und jedes Mal, wenn man einen Raum betritt, muss man die Credits, die hier stehen, 17 Motivationspunkte gibt man ab und 17 Credits bekommt man. Und wenn man jetzt hier den kürzesten Weg nimmt, 17 plus die 29 sind 46 und dann hier hingeht, hat man nicht genug. Und dann sagt man, ja, na gut, dann gehe ich nochmal hier lang, 66, hier diese 23, 89, jetzt nochmal diese dazu 89, 8, 128 oder so ähnlich, jetzt hierhin immer noch zu früh. Dann machen wir halt noch ein bisschen Kunst, gehen wieder zurück, gehen hierhin und so weiter. Und die Idee ist jetzt, finde einen Weg, wo die Punktzahl genau 214. Das ist eine typische Sache, die macht man mit Breitensuche, ganz einfache Geschichte. Man kann auch einen Tiefensuchalgorithmus machen, muss man so ein bisschen Backtracking-Verfahren haben. Prinzipiell würdet ihr das, glaube ich, relativ schnell alle hinkriegen. Aber wir nehmen das jetzt mal als Beispiel für objektorientierte Modellierung. Und die Frage ist jetzt, ja, okay, wie modellieren wir denn die Daten, die für diese Aufgabenstellung wichtig sind?
Also wie modellieren wir die Information, in welchem Raum es wie viele Credits gibt, wo sich Kali gerade aufhält und was man da so machen kann. Und der Typ, jetzt ist das leider relativ klein. Ich weiß nicht genau, warum. Ihr könnt das lesen. Mal einmal alle den Daumen hoch machen, die das lesen können. Da steht 10011. Ja, ja, so ein paar. Sorry, dass das so klein ist. Das ist die Originallösung, die wir damals in unserem Papier, prinzipiell aus dem Papier von dem Kollegen abgeleitet hat, der gesagt hat, lass uns das doch bitte mit Arrays lösen. Ist doch eigentlich relativ leicht. Ja, und dann können wir die Standard-Breitensuchverfahren verwenden, die wir so kennen, die für Arrays gut funktionieren, die wir in effizienten Algorithmen gelernt haben. Und was der im Wesentlichen hat, gesagt hat, ist, naja, wir machen uns ein Array of Integers mit den Credits für diese Räume. Ne, 17, 20, 17, 20, 23, 29, ja, passt. Ne, 17, bla bla bla. Ne, und dann hat jeder Raum prinzipiell eine Nummer. Offensichtlich ist der mit dem, wo Mathe gelehrt wird, der Raum mit der Nummer 0. Naja, hier steht es ja auch. Ne, Mathe ist der nullte Raum, Calculus ist der erste Raum, Stochastik der zweite oder hat den Index 2, Modeling hat den Index 3, Modern Arts hat den Index 4 und so. Wir fangen natürlich bei 0 an, um Gottes Willen keinen Array-Platz verschwenden. Ne? Und dann ist schon das Schwierigste, wie stellt man hier diese Türen dar? Von welchem Raum kann ich in jemanden in einen anderen Raum gehen? Dann nimmt man so eine Nachbarschaftsmatrix. Ne? Jetzt weiß ich, das ist hier mit der Einrückung im Arsch. Und hier bedeutet im Wesentlichen, eine 0 ist, ich kann nicht von dem 0. Raum in den 0. Raum. Und eine 1 bedeutet, ich kann von dem 0. Raum in den 1. Raum, da gibt es eine Tür. Lass uns das prüfen, der 0. Raum bei Maß, der zweite ist Calculus, Maß nach Calculus, ja, da gibt es eine Tür. Stimmt. Und von Maß nach Stochastik gibt es keine Tür? Hey, da ist eine 0. Stimmt. Ne? So, jeder prüft mal bitte in Gedanken die erste Zeile. Und der, der als erstes den Fehler in der Matrix gefunden hat, sagt Bescheid, wo der ist. Im Chat oder irgendwo. Genau. Der einer will den Titel von dem Buch wissen. Okay, jetzt könnt ihr nicht mehr gucken. Ah. Control-Shift-Tab. Lustige Dinge. Internet of Things. Da. Wunderhübsch. Und präsentieren wieder. So, hat einer den Fehler gefunden? Man kann prinzipiell so die Diagonalen, aber tatsächlich, wenn das nicht richtig dargestellt ist, ist es echt schwer. Ich rück das mal richtig ein. Jetzt leichter. Jetzt kann man hier diese Nuller-Diagonale gehen. Und dann muss man gucken, wenn es nicht spiegelsymmetrisch ist, dann ist es ein Fehler. Und ich glaube hier, diese 1 hier, die ist da, aber in der Rückrichtung ist sie nicht. Ah, das müsste dann die vorletzte, da oder da müsste, glaube ich, irgendwie eine 1 stehen. So, zwei Dinge, die das bedeutet. Diese Darstellung der Türen ist mathematisch, also wenn jetzt der Fehler nicht drin wäre, natürlich richtig und möglich, aber ist nicht wahnsinnig intuitiv. Präsentieren. Ja. Ist nicht wahnsinnig intuitiv. Und tatsächlich ist jetzt die mentale Leistung, die wir bringen müssen, um das hier zu interpretieren, unfassbar groß. Und dementsprechend ist es auch relativ schwierig zu finden, ist da ein Fehler in der Abbildung. Und deswegen sagt jetzt die Software-Technik, das finde ich echt scheiße. Also diese Art der Darstellung oder der Modellierung ist prinzipiell richtig, aber unfassbar unpraktisch. Wir kommen zu dem ersten Punkt, der beim Modellieren wirklich wichtig ist. Das Modell dient dem Programm. Und wir versuchen, Modelle zu finden, die es uns einfach machen, nachher unsere Abläufe zu programmieren, unsere Algorithmen zu bauen. Die Aufgabe des Modells ist es, das Programmieren einfach zu machen. Ganz, ganz zentraler Punkt.
Damit bewegen sich die Modelle der Informatik raus aus den klassischen Modellen der Physik oder der Mathematik oder der anderen Naturwissenschaften. In Physik und Chemie ist die Aufgabe des Modells, die reale Welt möglichst exakt abzubilden, damit ich anschließend mit Hilfe von mathematischen Methoden Voraussagen über das Verhalten von irgendwas machen kann. Informatikmodelle versuchen nicht, die Welt abzubilden. Das ist überhaupt nicht wichtig. Informatikmodelle versuchen, Berechnungen im Computer einfach zu machen. Das ist immer unsere Maßgabe. Und deswegen ist dann auch die Frage, welches Modell ist schöner? Ich kann das so modellieren, ich kann das so modellieren, ich kann das mit Arrays machen, ich kann das mit Objekten bauen. Ist immer die Frage, welches ist schöner? Die Frage dadurch zu beantworten ist, na, ich gucke mir das Programm an, was ich jetzt schreibe. Was ist einfacher? Und das schönere Modell aus Sicht der Informatik oder Softwaretechnik ist immer das, was das Programm am allereinfachsten macht. Was am intuitivsten für die Entwickler und Entwicklerinnen ist. Für die Leute, die nachher damit arbeiten müssen. Die müssen sich mit diesem Modell wohlfühlen. Und wenn die Realität anders ist als das Modell, dann muss die Realität sich da unter Umständen mal anpassen. Ne? Also wir sind da relativ stringent. Im Aufgabe des Modells ist es, die Berechnungen leicht zu machen. Deswegen machen wir das. Wir stellen die Daten so dar, dass sie für uns als Softwareentwickler, Entwicklerinnen praktisch sind. Bequem. Schön. Elegant. Einfach. Das sind die Attribute, die wir haben wollen. Und exakt die Realität gibt es nicht immer im Computer. Ne? Oder nur wenig. Na gut, tatsächlich ist es schon so, dass ich nachher irgendwann mal Dinge interpretieren muss. Ne? Und wenn mein Kontostand minus 500 hat, dann ist es relativ leicht zu interpretieren, dass mir der Geldautomat kein Geld mehr gibt. Und dementsprechend gibt es einen Bezug zwischen Modell und Realität, aber die Aufgabe des Modells ist erstmal, das Programm leichter zu machen. Ja, es muss interpretierbar bleiben, wir dürfen den Bezug zur realen Welt nicht ganz verlieren, aber bestimmte Dinge interessieren uns jetzt nur, wenn wir die nur ungenau abbilden, ist es nicht so schlimm, solange unsere Berechnungsergebnisse mit der realen Welt nachher oder die Interpretation davon, wenn das gut funktioniert, reicht uns. Die wichtigste Sache hier ist, ihr habt in Algorithmen und Datenstrukturen ganz viel mit diesen komischen eckigen Klammern gearbeitet. Wenn ich irgendeinen von euch erwische, der irgendeine Hausaufgabe abgibt, wo eine eckige Klammer im Programmtext vorkommt, der fliegt aus dieser Vorlesung. Reißt diese Tasten aus eurer Tastatur raus. Die braucht ihr nie wieder. Arrays sind böse. Das ist das schlimmste Erfindung seit Menschengedenken und die werden ab jetzt nicht mehr benutzt. Die braucht es nicht. Die sind falsch. Die führen euch zur dunklen Seite. Benutzt die Dinger nicht. Ne? Die sind furchtbar einfach und sind das elementare Strukturierungsmittel, was Java zur Verfügung stellt. Und das ist einfach ein riesengroßer Fehler. Ihr habt in Algorithmen und Datenstrukturen so Sachen kennengelernt wie doppelt verkettete Listen. Kann sich irgendjemand noch dunkel erinnern? Bäume. Balancierte Bäume, rot-schwarze Bäume, bunte Bäume. Solche Sachen werden wir eher benutzen. Wenn ihr euch jetzt noch, je nachdem wie cool das war mit Algorithmen und Datenstrukturen, daran erinnert, das war ziemlicher Punk, die Dinger zu bauen. Die gute Nachricht ist, müsst ihr nicht mehr. Es gibt vorgefertigte Implementierungen für alle diese Datenstrukturen, für Hash-Tabellen, für höhenbalancierte Bäume, für doppelt verkettete Listen, für alles, was ihr euch vorstellen könnt. Die sind schon fertig und die sind in Java, Util, in sogenannten Container-Bibliotheken schon fertig drin. Da müsst ihr gar nichts mehr machen, könnt ihr einfach so benutzen. Ich muss euch leider sagen, da gibt es auch schon alle Sortieralgorithmen, die ihr in Algorithmen und Datenstrukturen gelernt habt, fertig implementiert. Könnt ihr einfach so benutzen. Ihr hättet euch die Vorlesung auch einfach sparen können. Sorry, ne? Aber steht ja halt im Plan.
Die ganzen Dinge solltet ihr kennen, aber ab jetzt macht ihr das nicht mehr selber. Es wird nicht mehr selber Sortieralgorithmen geschrieben, es werden nicht mehr selber Datenstrukturen, verkettete Listen programmiert. Das gibt es fertig, hat die Generation vor euch gemacht, könnt ihr jetzt einfach verwenden. Wir werden hier lernen, wie das geht. Da ist hektisches Tippen im Chat. Was gibt es Neues? Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich mal noch einmal noch mal den Chat. Fun Fact. Java Main kann man, ja, selbstverständlich. Benutzt diese drei Punkte. Na, genau, um Gottes Willen keine eckigen Klammern. Und Main nutzt man auch eigentlich nicht. In den ersten 3-4 Vorlesungen. Okay. So, wir machen das Chat-Diensten mit Objekten und werden zur Darstellung unserer Modelle Objektdiagramme verwenden, um das zu machen. So, jetzt brauche ich meinen Stift. Das wird jetzt ewig lange nicht mehr probiert. Mal gucken, ob der noch Batterie hat. Und solche Dinge mehr. Und ich brauche so ein Whiteboard. Windows. Ich habe mal gelernt, da gibt es eine Taste für. Ich muss so einen Screendump machen. Wie geht das nochmal? Alle Einstellungen, nein. Okay. Gib mir einen Modus. Tablet-Modus ist nicht das, was ich will. Wer weiß denn, wie ich so ein Whiteboard hinkriege? Bildschirmtastatur, Desktop, Windows-Taste W für Whiteboard, danke. Okay, Windows-Taste W, Whiteboard. Nee, ich möchte einen Vollbildausschnitt haben. Der macht jetzt eine Kopie. Und das Coole ist, auf der Kopie kann ich jetzt hoffentlich irgendwie rummalen. Ja, so. Die Idee ist, wir machen jetzt für die Dinge, die aus denen unser Beispiel besteht, und so Karteikärtchen, Objekte, nummerierte Karteikärtchen im Großen und Ganzen. Und da fange ich mal an mit so einem Raum hier. Wie male ich mir so ein Karteikärtchen hin oder ein Objekt und sage, das ist der Math Room. Math, wobei, lass uns mal nur Math da stehen lassen. Aus Gründen der Didaktik unterstreiche ich das. Das ist im Prinzip jetzt die Nummer dieses Karteikärtchens. Und dann schreibe ich da rein, in dem Ding gibt es Credits, ich kürze das jetzt hier mal ab, und zwar 17 Stück. Und es gibt ein Topic, das ist das, was da unterrichtet wird, das ist Math. Und dann lass uns doch bitte dieses Math hier da oben nochmal wegnehmen und da stattdessen irgendwie R0 hinschreiben, für das ist der Raum 0 von mir aus. Na? Und dann aus rein technischen Gründen trennt man hier diese Titelzeile, wo die Nummer oder der Name dieses Kärtchens drin steht, nochmal weg von den Attributen, die da unten drin stehen, dem Credit und dem Topic. Hey, cool, lass uns noch so einen Raum machen. Ja, jetzt haben wir prinzipiell diesen Raum hier abgebildet. Könnt ihr das alle sehen? Daumen mal nochmal, irgendwie gebt mir Daumen. Jeder kann das lesen, was ich male. Hey, das ist cool. So, dann nehmen wir noch den zweiten Raum hier. Das heißt, wir machen hier noch einen Raum, geben dem von mir aus ein R1, schreiben dann dahin, dass die Credits sind 20 und der Topic, der da unterrichtet wird, ist Calculus. Calc reicht mir. Kasten drum, jiha, Trennstrich hier zwischen. Hey, haben wir noch ein Objekt. Super cool. Dann nehmen wir jetzt noch den Kali und dann kommen gleich noch ein paar Sachen dazu. Dann machen wir uns jetzt hier irgendwie einen S0 für Student 0. Der Name ist Kali und der hat noch eine Motivation, die ist 214 und Credits, die er schon angehäuft hat, sind 0. Im Wesentlichen so. Jetzt wollen wir den Kali in diesen Raum reintun. Ja, wir setzen jetzt den Kali mal in den Mathe-Raum rein. Das müssen wir irgendwie beschreiben. Das geht technisch so, dass man dem hier noch ein Attribut gibt, nennen wir es doch mal Position. Und da schreiben wir die Nummer von dem Raum rein, wo der jetzt drin ist.
R0. Post gleich R0 steht da unten. Sieht man sehr schlecht, sorry. So, weil das Nachvollziehen dieser Referenzen, ne, ich verweise ja hier auf diese Karte hier oben und sage, ja, die Position, das ist der Raum, der da oben dieses Kärtchen hat. Damit man das ein bisschen schöner sehen kann, malen wir dafür Pfeile und schreiben an die Pfeilspitze dran den Namen, den das Attribut hier unten hat. Ne, das heißt, eigentlich steht jetzt, wenn ich so einen Pfeil male mit Post an der Spitze, auf dem Karteikärtchen oder in dem Objekt S0, dass die Position von S0 eben dieses R0-Kärtchen durch die R0-Karte beschrieben wird oder durch das R0-Objekt beschrieben wird. So ungefähr. Das ist einfach ein Zeiger und in den Objektdiagrammen stellt man das so dar. Und wenn man das so dargestellt hat, dann muss man es hier unten nicht nochmal doppelt haben und dann wird das ganze Bild ein bisschen übersichtlich. Na, und diese Verknüpfung der Objekte untereinander ist so wichtig für uns, dass wir den extra durch solche Striche darstellen, weil das die Struktur, die Datenstruktur eigentlich erst richtig aufbaut. Und deswegen benutzen wir dafür diese Pfeile, um die Querreferenzen zu machen, anstatt das nur hier unten hinzuschreiben. Das ist einfach übersichtlicher. Also man kann es viel besser nachvollziehen. Und dementsprechend machen wir dann auch zwischen diesen beiden Räumen. Machen wir auch zwischen diesen beiden Räumen einen Strich und sagen, das ist hier mein Neighbor. Da schreibe ich mal so ein N dran. Und das heißt, ich kann von dem einen Raum in den anderen Raum gehen. Und entsprechend sagt der Raum, ja, Witzbold, ich habe genauso einen Strich in die andere Richtung, da steht auch Neighbor da. Ja. Und wenn man so Striche hat, die hin und zurück gehen, dann kann man gerne auch die Pfeilspitze weglassen und einfach das hier an beide dran schreiben. Im Großen und Ganzen, dann sagt man, das ist eben hin, man legt die beiden Pfeile übereinander und macht nur einen Pfeil. Im Großen und Ganzen. So. Ja, wunderschön. Brauchen wir noch mehr? Eigentlich ist es doch schon sehr hübsch. Komm, lass uns noch einen Raum machen. Hier den 29er. Das heißt, da ist die Credits, die man da kriegen kann, sind 29. Der Topic ist Modeling. Ja, wichtiger Raum. Gut, das war den, den ich vergessen habe. Und das ist der Raum, was weiß ich, R42, natürlich. Na, die Nummern sind rein zufällig, ist völlig egal, welche wir da vergeben. Okay, und von dem Modeling-Raum kommt man zum Mathe-Raum. Ich fürchte, hier ist jetzt gerade mal was fürchterlich abgeschmiert. Und man kommt vom Modeling-Raum auch hier hin, aber ich kann es nicht mehr malen. Mal gucken, vielleicht geht es doch noch. Ja, iha, so. Und so, ist nur mein Stift hat irgendwie keinen Strom mehr. Ja, lass mal, wir sind jetzt auch gerade fertig mit diesem Bereich. So, so kann ich jetzt immer weitergehen, bis ich alle Aspekte von meinem Beispiel modelliert habe und hier in so Karteikärtchen notiert habe, die ich untereinander verknüpfe. Und dann habe ich ein objektorientiertes Datenmodell im Prinzip entworfen. Danach werde ich dann versuchen, Abläufe zu machen. Also, was passiert denn jetzt eigentlich, wenn Kali hier reingeht? Dann würden wir ja eigentlich sagen, naja, Kali muss 17 Credits kriegen. Das heißt, wir streichen das hier durch. Na, vielleicht geht es ja doch noch. Hey, und kriegt jetzt die 17 Credits zugeschrieben? Dafür muss er Motivation abgeben. Das heißt, er hat jetzt noch, kann einer 214 weniger, 17 sind 197. Ist das okay? An dieser Stelle sind wir basisdemografisch. Wir können abstimmen, ob das 197 ist. Wir sind keine Mathematiker. So, danach geht er von mir, geht Kali jetzt, sie oder er, hier in den nächsten Raum. Kriegt nochmal 20 Punkte. Dann hat es 37. Gibt nochmal 20 Motivationen an, 177. Und so weiter und so weiter. Ja, ich finde, das ist ein schönes Modell. Ich kann jetzt so schön simulieren, wie Kali durch diesen Raum läuft. Klasse, damit kann ich das Problem lösen, glaube ich. Jetzt mache ich so einen tiefen Psycho-Algorithmus, so machen wir es. Schöne Idee. Na, und wenn uns das nicht gefällt oder wir später beim Programmieren merken, ah, das ist aber noch nicht optimal, machen wir es halt anders. So, das ist die Grundidee. Ah, jetzt müssen wir hier mal raus. Ja. Ich habe das mal vorbereitet. Na? Also das ist
im Prinzip jetzt das, was rauskommt, wenn ich das dann ein bisschen schöner und vollständiger hinmale. Hier ist unser Kali-Objekt. Das hat eine Motivation von 197. Ja, dieses Ding kommt immer hoch. Kann es mal einer verbieten. Und 17 Credits schon bekommen, weil Kali hier schon in dem Matheraum ist, wie man leicht an diesem Strich sieht. Da gibt es eine Kante hier rüber zum 20er. Und wer sieht hier den Fehler? Hier fehlt was in diesem Datenmodell. Der Erste, der den Fehler sieht, schreit Hallo oder schreibt es im Chat. Sebastian hat ihn schon gefunden. Er war letztes Jahr dabei, das gilt nicht. Irgendein anderer, der den Fehler sieht. Von Christoph Landowann, die Tür Phil Algebra fehlt. Die Tür fehlt? Genau, da ist eine Tür. Da ist kein Strich. Wow, guck mal, wenn man ein ordentliches Datenmodell hat, sieht man den Fehler. Ist das nicht cool? Das ist genau der gleiche Fehler, den wir in den anderen Modellierungen mit dem Array auch hatten und den wir da nicht gesehen haben. Ne? Also, das ist der Beweis, objektorientierte Datenmodelle sind viel schöner. An den Kanten sind keine Pfeile, stand da gerade. Ja, das stimmt. Die sind alle bidirektional. Sind alle mit Hin- und Rückrichtung. Viel schlimmer ist, dass sie nicht beschriftet sind. Da müsste wenigstens noch irgendwelche Namen dran stehen. Das habe ich auch nicht geschafft. Und warum diese Credits hier rausgerutscht sind, ist auch nicht gut. Okay. Prinzipiell können wir jetzt mal abstimmen. Wer könnte mit dieser Art von Datenmodell leben soweit? Na, alle mal einen Daumen hoch machen. Aber wer würde so weit gehen, dass er das schöner findet als dieses Array, was wir vorhin hatten? Ja, doch, auch ein paar. Immerhin. Gut, halbe Arbeit schon geleistet. Lass euch schon mal ein paar Punkte für die Klausur geben. So, der nächste Schritt ist jetzt haben wir im Prinzip uns auch mit Papier und Bleistift überlegt, wie wir das machen wollen. Ja, dann haben wir gesagt, so finde ich das jetzt für mich intuitiv modelliert. Jetzt müssen wir das programmieren. Und leider ist das am Anfang ziemlicher Punk, das hinzubekommen und insbesondere diese Striche vernünftig hinzubekommen. Und damit werden wir uns jetzt, fürchte ich, diese und nächste Woche fürchterlich lange aufhalten müssen. Also wir werden die ganze nächste Woche damit beschäftigen, rauszukriegen, wie programmiert man eigentlich so ein objektorientiertes Datenmodell. Und das Problem dabei sind insbesondere die Verbindungen zwischen den Objekten, die sogenannten, also wenn es Objekte sind, sind es Links. Beim Programmieren nennt sich das nachher Assoziationen. Die brauchen unfassbar viel Aufwand, wenn man das erste Mal macht. Wir lernen dann später, wie es einfach geht, aber wir müssen einmal damit Hand durch, damit wir das vernünftig auf die Kette kriegen. Aus so einem Objektmodell, wenn man sich jetzt wirklich mal so eine Beispielsituation und ein paar kleinere Beispielabläufe überlegt hat, ist es relativ einfach, sich ein sogenanntes Klassendiagramm abzuleiten. Und das Klassendiagramm ist dann die Vorlage für die Java-Programmierung. Das heißt, wir machen jetzt als Zwischenschritt, wir leiten aus dem Ding hier ein Klassendiagramm ab und dann haben wir im Prinzip den halben Weg zur Java-Programmierung. Jedes Kästchen nachher in unserem Klassendiagramm wird eine Java-Klasse in einer eigenen Datei und dann gibt es eben Mechanismen für die Attribute und für die Assoziationen, die wir dann noch haben. Aber vorher müssen wir mal festlegen, ja, welche Klassen brauchen wir denn jetzt eigentlich? Ja, also welche Sachen müssen wir nachher in unserem Programm implementieren, damit wir diese Objektstruktur herstellen können? Wir wollen in Java Programm schreiben, das dieses Datenmodell so implementiert, dass wir genau diese Objektwelt, die ich hier gerade hingemalt habe, in unserem Hauptspeicher so repräsentieren können, wie das hier gemalt ist. Okay. Was man dafür machen muss, ist, man geht durch das Diagramm hier durch und überlegt sich für jeden Teil, was sind denn die Typen, die diese Objekte haben. Wir haben Objekte mit Namen und Attributwerten. Was wir jetzt brauchen, sind Typen. Jetzt machen wir nochmal diesen Trick mit Windows-Taste B und dann irgendwie Vollbildausschnitt. Wunderhübsch. Und dann schreiben wir hier mal rein. Naja, also, was geben wir diesem Objekt R4 für einen Typ? Gibt es irgendwelche Vorschläge im Chat? Macht doch mal einen Vorschlag.
Real World, I guess. Klasse, Raum, Student. Ruhm ist toll. Ja, die müssen Englisch sein, diese Namen. Weil ihr werdet in solchen Projekten öfter mal mit internationalen Menschen zusammenarbeiten. Und wenn ihr mal so einen Spanier, Franzosen, Japaner dabei habt und die nehmen ihre Sprache, um damit irgendwelche Dinge zu bezeichnen, ihr werdet irre. Ne? Ihr könnt das Programm einfach nicht mehr lesen. Keine Chance. Es sind ungefähr, naja, 200 Millionen Leute, die Deutsch können und ungefähr 3 Milliarden, die Englisch können. Deswegen haben die Englischleute gewonnen. Fertig. Ne? Wird nicht diskutiert. Programmiert wird in Englisch. Außer, es gibt so ganz wenig Ausnahmen, aber eigentlich machen wir es nach Möglichkeit in Englisch. Okay, hey, das Ding hat einen Typ. Was hat R3 für einen Typ? Bin bereit, mich mehrheitlich abzustimmen. Auch Ruhm. Okay. Okay, dann ist eigentlich der hier, der hier, der hier, der hier auch klar. Was machen wir bei Kali? Person. Student. Student hat gewonnen. Ich bin da egal. Relativ. Das kann man basisdemokratisch machen. Aber vielleicht nochmal, Modelle müssen immer intuitiv sein. Das heißt, den Erwartungen der Leser entsprechen. Und eine Idee, um Intuitivität oder Klarheit herzustellen, ist immer über die Namen abstimmen. Das ist schon mal über die Hälfte der Leute findet das Modell so gut. Ne? Also mal mindestens einen von diesen Namen gut. Oder jeder Name wird von über der Hälfte der Leute gut gefunden. Und dementsprechend ist das eine gute Idee. Okay, haben wir das. Wir kommen gleich noch zu ein paar anderen Stellen, wo wir uns auch Namen überlegen müssen. Jetzt muss ich mal gerade. Nee, lass uns mal hier bleiben. Ist ganz gut. Verrutscht. Egal. Für alle Typen, die wir jetzt gefunden haben, malen wir jetzt ein Klassendiagramm hier auf einem Extrazettel. Ich habe gerade keinen Extrazettel, deswegen teile ich das jetzt hier ab. Dann sage ich, im Prinzip, wenn ich hier einen Raum habe, dann brauche ich in meinem Klassendiagramm ein Kästchen, das auch Raum heißt, das diesen Typ repräsentiert. An dieser Stelle sollte ich nochmal die Geschichte von den Rechts- und den Linkshändern erzählen. Ja, mache ich kurz. Hat keinen Sinn. Okay, wer von euch hat eine Rechts-Links-Schwäche? Wer vertauscht manchmal rechts und links? So circa 20 oder 30% der Leute haben sowas. Ein französischer Pädagoge hat herausgefunden, woran das liegt. Das liegt daran, wenn man rechts, also dieses Konzept beigebracht bekommt und der Erwachsene, der dem Kind erklärt, wenn das so 3, 4, 5 Jahre alt ist, das hier ist links, da wo das L ist. Na, links ist da, wo das L ist. Na, wobei L sagt zum kleinen Kind noch nichts. Und dann ist Schluss. Dann kriegst du das hin. Wenn der in dem gleichen Satz sagt, das hier ist links und das hier ist rechts, dann habt ihr verloren. Das Punkt ist, dass dieses Lernen bedeutet, dass in eurem Gehirn an irgendeiner Region Neuronen verknüpft werden mit diesem Konzept von links. Zwei Dinge, die relativ zeitnah gelernt werden, landen im Gehirn an der gleichen Stelle. Das heißt, die Neuronen, die links bedeuten und die Neuronen, die rechts bedeuten, sind im Gehirn relativ dicht beieinander. Und wenn die so dicht beieinander sind, dann kriegt man die später nicht mehr auseinandergehalten. Und deswegen verwechselt man immer rechts und links. Da kann der Mensch nichts dafür. Das ist einem didaktisch falsch beigebracht worden. Und die Lösung ist, zwei so verwandte, ähnliche Konzepte nie im Gehirn an die gleiche Stelle verdrahten. Die Mathematik hat das gelernt. In der Grundschule lernt ihr ganz lange addieren. Dann macht ihr irgendwas anderes und auf gar keinen Fall am gleichen Tag subtrahieren lernen. Wenn ihr das an einem Tag lernt, bringt ihr das durcheinander. Das funktioniert nicht.
Das sind Konzepte, die so ähnlich sind und man hat die so dicht an einer Stelle verdrahtet, dann kann man das nicht voneinander trennen. Deswegen ist in der Mathematik, Didaktik seit Ewigkeiten bekannt, eine Woche lang addieren, eine Woche lang was anderes machen, dann erst subtrahieren lernen. Und nie an dem gleichen Tag. Das Gleiche gilt für Multiplizieren und Dividieren. Wenn ihr so lange Additionsreihen macht, ist es oft so, dass man aus didaktischen Gründen oder aus diesem Grund die positiven Zahlen und die negativen Zahlen auseinandersortiert, die Summe aller positiven macht, die Summe aller negativen dann einmal subtrahiert. Weil wenn man ständig plus minus rechnet, kriegt man das durcheinander. Keine gute Idee. In der Softwaretechnik gibt es das Problem, dass die jungen Studierenden furchtbar gerne Objekt und Klasse verwechseln. Und der Grund ist exakt der gleiche. Die werden innerhalb einer Doppelstunde unterrichtet, ohne irgendeinen Abstand dazwischen. Und die sehen auch noch furchtbar ähnlich aus. Und dementsprechend mixt man das gleich. Und damit das jetzt bei euch nicht passiert, habe ich euch diese Rechts-Links-Geschichte dazwischen erklärt. Das hat jetzt ganz, ganz viel Platz zwischen dem Konzept des Objekts, das wir vorhin hatten, geschaffen. Und an einer ganz anderen Stelle in eurem Gehirn machen wir jetzt Klassen. Und dann werdet ihr das nie verwechseln. Und wenn doch, ziehen wir euch ganz furchtbar viele Punkte in der Klausur ab. Also das ist eines der wenigen Dinge, die müsst ihr irgendwie auseinanderkriegen. Objekte und Klassen sind nicht das Gleiche. So, und man kann sie aber ganz leicht unterscheiden, weil Objekte, da ist der Name unterstrichen und bei Klassen nicht. Ha, sieht man doch, okay? Und deswegen ist es für uns unfassbar wichtig. Softwaretechnik ist unglaublich viel Gequatsche und gefühlt und ja, das finde ich schön, dieses Modell. Ach nee, das ist, die Farbe gefällt mir nicht und bla. Da kann man ganz viel basisdemokratisch machen. Objektnamen unterstreichen gehört nicht dazu. Dafür ziehen wir Punkte in der Klausur ab, weil wir den Verdacht haben, dass ihr diese Trennung dieser beiden Konzepte nicht richtig hingekriegt habt. Und das jetzt mein unglaublich pädagogisch wertvolles Rechts-Links-Ausflug irgendwie ad absurdum führen würde. Dementsprechend passt da bitte auf. Ne? Objekte werden unterstrichen, Klassen nicht. Und bitte macht diese Striche ordentlich, damit man die nicht mit dem Strich verwechselt, der den Namen von den Attributen trennt. Ne? Also Objekte, da gibt es ein Unterstreichen des Namens und einen zusätzlichen Strich, den wir hier nicht mehr sehen, der das Namen der Karte von den Attributwerten trennt. Ne? Und wenn man da mal so einen halben Strich irgendwie macht in der Klasse und die nicht ganz bis zum Rand zieht, dann können böse Hiwis wie der Max auf die Idee kommen zu sagen, ah, das ist gar keine Trennung, sondern da ist der Name unterstrichen, das ist ein Objekt und da ziehen wir fürchterlich viele Punkte in der Klausur. Ne? Also wenn ihr das hinkriegt, das mit dem Unterstreichen und dem Abtrennen der Compartments sauber zu zeichnen, habt ihr die halbe Klausur bestanden. Oh, na gut, das ist gelogen. Ja, aber es ist trotzdem wichtig. Das sind die Punkte, die wir hier brauchen. Okay, das heißt, wir haben einen klasse Raum und der einzige andere Typ, den wir hier noch benutzen, ist Student. Nicht unterstreichen, großen Kasten drum machen und dann Namen von Attributen drin. Womit wir bei den Attributen wären. Offensichtlich hat der Raum hier ein Attribut, das heißt Topic. Ich schreibe mal nur T hin, soll uns an dieser Stelle reichen. Was hat das für einen Typ? Dieses Attribut. String steht da jetzt ein paar Mal da unten. Ja, bin ich auch für. Na? Und das geben wir jetzt hier so an. Mit Doppelpunkt, da kommt der Typ. Ja, warum so? Das ist die Pascal-Schreibweise. In Java schreibt man erst den Typ und dann den Attributnamen. Ja, das ist die C-Schreibweise. Dann gibt es noch viele andere Schreibweisen. Die TypeScript-Leute schreiben den Typ auch eher dahinter und lassen ihn auch gerne mal weg. Die Python-Leute habe ich gedacht, Typen werden überbewertet. Was haben wir noch? Ja, so im Wesentlichen. Also damals, der Niklas Wirth hat in Pascal das so hingeschrieben, dass diese eine Schule und die C-Leute Cunningham Ritchie haben es andersrum geschrieben und Butch, Rambo, Jakobsen haben offensichtlich mehr Pascal gemacht als C und dementsprechend wird das bei denen so geschrieben. Fertig. Okay, Credits.
Da mache ich nur ein C. Was schlagt ihr als Datentyp vor? Integer, wird da ein paar Mal gesagt, Double, alles schöne Ideen. Tatsächlich hätte ich jetzt hier auch fast Double genommen, aber tatsächlich nur gerade Punkte. Lass uns ein Int nehmen. Aber ich bin da entspannt. Alle, die Int wollen, mal einen Daumen hoch und alle, die Double wollen, Daumen runter. Int hat gewonnen. Gibt es überhaupt einen Daumen runter? Ne, es gibt keinen Daumen runter. Hey, das war ja mal intuitiv. Na gut, dann machen wir Int. Ja, ist echt egal. Ah, ist nicht egal. Aber soll es jetzt hier mal tun. Okay, Kali, der hat Motivation und Credits. Das heißt, da machen wir eine Motivation. Und weil wir eben Int genommen haben, nehme ich das hier auch. Und Credits auch vom Typ Int. So, dann haben wir im Wesentlichen hier, das haben wir abgebildet. Ja, haben wir Credits. Ich finde, wir haben so ziemlich alles, was in den Kästchen steht, abgebildet. Was wir jetzt machen, ist, wir kümmern uns um die Striche. Und dann nehmen wir als erstes diesen hier. Ja, der ist nicht beschriftet. Objektdiagramme, wo die Striche nicht beschriftet sind, ziehen wir euch natürlich auch Punkte für ab. Und Clemens wird das in seinen Übungen immer richtig machen. Und mir wahrscheinlich die Ohren lang ziehen, dass ich hier die das nicht dran geschrieben habe. Und da hatten wir eben sowas geschrieben wie POS. Ist das aus Sicht des Studenten und in der Rückrichtung aus dem Raum, jetzt haben wir ein bidirektionales Ding genommen, nennen wir es mal Students. Studies. Von mir aus. Ne? Seid unfassbar vorsichtig, wenn ihr englische Wörter abkürzt. Wer Student mit Stud abkürzt, meint was ganz anderes. Ne? Und mein englischsprachiger Kollege hat gesagt, tut das einfach nicht. Ihr könnt das nicht, ihr Deutschen. Ne? Lasst das da immer ausschreiben. Ne? Okay. Striche zwischen Objekten werden implementiert durch Assoziationen zwischen den entsprechenden Klassen. Und zwischen den Objekten heißen die Links, zwischen den Klassen heißen die Assoziationen. Ist auch nur ein Strich. Und die werden prinzipiell genauso beschriftet wie die Striche unten. Das heißt, wir haben hier ein POS und da ein Studies. Was man dann zusätzlich noch braucht, ist, man muss immer dran schreiben, wie viele davon habe ich. Prinzipiell ist das hier in dem Fall so, naja, so ein Student kann sich halt nur immer in einem Raum aufhalten. Deswegen ist das hier eine 1. Und in der Rückrichtung kann man aber sagen, naja, in jedem Raum können sich viele Studierende aufhalten. Deswegen macht man hier einen Stern hin oder ein N oder was man lieber macht. Wenn man Korinthenkacker ist, dann schreibt man hier 0.1 und hier 0.. Stern hin. Clemens guckt mich böse an und sagt, oh, das ist wichtig. Das ist die Untergrenze. Man sagt, Studenten sind nicht immer in einem Raum. Und es gibt auch nicht in jedem Raum immer Studenten. Das sind zwischen 0 und vielen. Und ein Student kann sich entweder nicht in einem Raum finden oder in einem Raum. Dafür gibt man eine untere Grenze an und eine obere Grenze. So haben sich die UML-Leute das ausgedacht. Ich erzähle beim Implementieren mal, warum ich das für eine blöde Idee halte, da was anderes hinzuschreiben als eine 0. Wenn man hier auf die Idee kommt, 1 bis 1 hinzuschreiben, hat man sich ein riesengroßes Problem eingehandelt. Und weil das so ein großes Problem ist, löschen wir das gleich wieder. Da steht 0 und was anderes als 0 ist als untere Grenze falsch. Und wenn man mir eh nichts anderes hinschreiben kann, finde ich, kann man es auch weglassen. Aber damit befinde ich mich relativ alleine auf dieser Welt. Schon mit der Meinung, man könnte da was anderes außer 0 hinschreiben, bin ich relativ alleine. Aber da kommen wir nochmal drauf zurück. Hey, haben wir diesen Strich. Und dann gibt es da noch diese komischen Striche. Na, das ist ein Strich, der führt von einem Raum zu einem anderen Raum.
In meinem Klassendiagramm wird das ein Strich, der von der Klasse Raum zu der Klasse Raum führt. Ja, warum denn nicht? So, und dann muss man die noch beschriften. Ich habe die, glaube ich, immer mit Doors beschriftet. Lass uns da einfach mal, ja, doch, ist besser, Door. Das bedeutet, dass ich jetzt hier Doors dran schreibe und einen Stern, weil ich da viele Türen habe zu anderen Räumen. Und in der Rückrichtung steht das Gleiche, was ziemlich abgedreht ist und ganz schlechte Pädagogik. Das ist ein total spezieller Sonderfall, dass man so eine Assoziation hat, die in beide Richtungen gleich heißt. Und das ist nichts, womit man Studierende in der ersten Vorlesung quält. Sorry, ich komme darauf zurück. So. Prinzipiell kann ich das aber so machen. Und ich habe das mal vorbereitet. Hab ich? Hey! Na, das ist jetzt im Prinzip das gleiche Klassendiagramm, wobei hier steht in. Das habe ich anders bezeichnet. Lass uns das mal beheben. Das haben wir das nächstes Jahr wieder. Da muss natürlich Post, habe ich das, glaube ich, genannt, stehen. Na, und wir brauchen die Rückrichtung. Mist. Wir brauchen die Rückrichtung, die dann heißt Studies. Escape. Ich schreibe das mal hier hin, damit man es ein bisschen besser trennen kann. So, da fehlen jetzt noch die Kardinalitäten. Also wie viele davon habe ich? Man sieht es an dem S hinten dran. Okay, und super. Eine Position, viele Positions, und jetzt nur eine Post hier. Okay, das ist jetzt unser Klassendiagramm. Und dieses Klassendiagramm ist im Wesentlichen der Bauplan für die Implementierung in Java. Das machen wir im Wesentlichen nächste Woche. Der Punkt ist, was wir jetzt machen werden, ist, wir werden eine Datei room.java anlegen und da drinnen dieses Ding hier bauen mit den Strichen, die da dran hängen oder jeweils eine Hälfte von diesen Strichen. Dann werden wir eine zweite Klasse bauen, student.java. Da werden wir den hier mit implementieren und die Hälfte dieses Post-Attribut werden wir da drinnen auch implementieren. Und dann sind wir schon fertig. Und wenn wir das haben, dann können wir solche Sachen machen wie New Student, den legen wir ab in irgendeiner Variable Kali, New Room, Maß, New Room, Calculus, erzeugen wir uns diese ganzen Objekte mit so einem New Room Befehl, dann setzen wir die Attributwerte, dann verknüpfen wir die untereinander und dann haben wir diese Objektstruktur, die unser Ausgang war, die hier implementiert. Wir werden dafür Tests schreiben, die diese Objektstruktur dann aufbauen. Dann werden wir den Kali in den ersten Raum setzen. Dann würden wir sagen, such deinen Weg. Und dann läuft Kali durch diese Räume. Immer wenn er einen Raum wechselt, rechnen wir die Punkte hin und her und kreuz und quer. Dabei notieren wir uns immer auf dem Zettel, wo wir gewesen sind. Und dann haben wir im Prinzip unseren Routing-Algorithmus implementiert. Das ist im Wesentlichen das, was wir machen wollen. So, Ausblick. Präsentieren. Nächste Vorlesung machen wir das genau. Wir implementieren die Klassen in Java und werden lernen, wie wir dann solche Objektstrukturen im Hauptspeicher erzeugen. Wir werden auch lernen, wie wir uns das im Debugger angucken, wie die Objektstruktur, die wir da gebaut haben, eigentlich jetzt gerade wirklich aussieht, um zu gucken, ist das das, was wir wollten. Wir werden Tests schreiben, die prüfen, ist das die Struktur, die wir wollten. Und dann in dem Weg unser objektorientiertes Datenmodell implementieren. Okay. Danach werden wir versuchen, das in einen methodischen Ansatz zu überführen. Das wird dann die nächsten 3-4 Wochen brauchen, wo wir lernen, okay, das haben wir jetzt für dieses eine Beispiel gemacht. Wie mache ich das denn eigentlich so generell? Wie gehe ich vor, um ein Objektmodell zu entwerfen? Dafür werden wir prinzipiell so vorgehen, dass wir konkrete Beispiele mit dem Kunden im Team durchgehen, was im Wesentlichen bedeutet, dass wir diese Karteikärtchen so machen müssen, dass unser Kunde die versteht. Unser Kunde ist an dieser Stelle
irgend so einen, ja, der Kanzler der Universität, der Geld dafür bezahlen soll, dass wir ihm erklären, wie seine Uni organisiert werden soll. Ne, und der ist jetzt von Haus aus gerade mal Jurist und hat von objektorientierter Programmierung noch nicht wirklich viel gehört und der wüsste jetzt auch nicht wirklich, wie man eine Java-Klasse schreibt oder anlegt. Ja, oder warum das mit dem Public Static Void Main mit den drei Punkten funktioniert und man keine eckigen Klammern in seinem ganzen Leben braucht. Ne, all diese Dinge hat er im Prinzip nicht. Und dementsprechend müssen wir dem so möglichst entgegenkommen. Das heißt, wir machen das unter Umständen tatsächlich mit Papier und Bleistift und erklären ihm das möglichst in seiner eigenen Sprache. Dafür werden wir Szenarien benutzen, die man dann durchspielt. Und man können eben auch diese Darstellung benutzen. Der geübte Informatiker, die geübte Informatikerin, wenn die auf dieses Bild hier sieht, die Objekte sofort. Ne, da muss ich nicht mehr lange gucken. Für mich ist das vollkommen klar. Das ist jeder Raum ein Objekt mit den und den Attributen, jeder Studierende, jedes Studierendenobjekt, völlig easy. Na klar, mache ich das so. Geht gar nicht anders. Und dann muss man aber noch ein bisschen mehr überlegen, wie gehen denn die Abläufe? Na, und da muss man eben Beispiele durchgehen. Und das ist im Wesentlichen das, was dieses unfassbar kluge Buch macht. Das sagt, geht mal Beispiele durch. Story-Driven Modeling hieß das Buch. Da steht dann im Wesentlichen drin, naja, macht euch ein Beispielszenario. Und dann fängt so ein Beispielszenario damit an, dass man sagt, es ist ein ganz bestimmter Tag. 1. November 2020, 12.23 Uhr, wir sitzen in der Study Right University, Kali ist ein Student, eine Studentin. Kali ist in the Master. Kali still has 197 points motivation. Kali has already gained 13 credits. Kali moves to the modeling room. Classroom, Modeling Room, da. Kali earns 29 Credits. Ja, macht Sinn. Na? Consumes 29 Points. Ja, okay. And so on and so on. Na? Kali enters the examination board and is expelled. Na? And removed from the university. Und so weiter und so weiter. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich ganz einfach schrittweise durch. Wie wird unser Programm später mit diesem Objektmodell arbeiten und spielen so Szenarien durch? Der Punkt, warum wir das mit so einfachen Dingen und möglichst konkreten Szenarien machen, ist, dass das für unseren Kunden leichter ist. Für so einen Juristen, der kann solche Texte nachvollziehen. Da sind die gar nicht schlecht drin. Und der kann auch tatsächlich Fallbeispiele. Das können die super. Auch BWLer kommen mit konkreten Beispielen relativ gut klar. Womit die nicht klarkommen, sind Klassendiagramme. Das ist eine Abstraktionsebene, auf der die normal nicht arbeiten. Ne? Die kennen schon so Fallkategorien. In Gesetzen wird von Diebstahl ganz allgemein gesprochen oder von irgendwie was. Ne? Aber was sie im Wesentlichen viel besser können, ist, wenn es darum geht, ist das jetzt Diebstahl oder nicht, wenn ich ein Video verboten runterlade. Ne? Dann können die das genau sagen. Ist kein Diebstahl, ist nur eine Copyright-Verletzung. Na, und darf ich dafür dann anschließend das Spiel, was ich da gekriegt habe, für Geld an meine Freunde verticken? Nein, das ist ganz böse. Na, und die können euch genau sagen, welches Gesetz und welche allgemeinen Case ihr jetzt gerade verletzt habt. Copyright-Verletzen ist übrigens auch böse. Na, und, aber es ist eben kein Diebstahl, sondern ein anderes Gesetz. Und die kennen schon diese Idee, dass man Sachen in Kategorien einteilt und damit arbeitet, aber die Modelle der Informatiker und die Modelle der anderen Disziplinen sind unfassbar unterschiedlich. Und dieser alte Softwaretechniker sagt, wenn ihr mit Leuten aus anderen Disziplinen redet, macht es an konkreten Beispielen. Das Problem ist, dass bestimmte Fachwörter, die von den Leuten gar nicht verstanden werden. Klasse. Sprich mal mit einem Sozialwissenschaftler über eine Klasse. Ne, für dich ist das klar, das ist so ein Ding, endet auf .java. Das ist eine Klasse. Ne, eine Datei, da steht das dann so drin. Oder auf .class, wenn es dann fertig kompiliert ist. Das ist nicht das Gleiche, was der klassische Sozialwissenschaftler unter Klasse versteht. Der denkt so an Arbeiterklasse, Hartz-IV-Klasse, Akademikerklasse, whatever. Ne, das sind für den Klassen. Angestellte. Und da kann man unfassbar leicht aneinander vorbeireden. Wenn man ein konkretes Beispiel macht, passiert einem das
Weniger. Es passiert einem immer noch, aber man kriegt das mehr oder weniger gut hin. Und tatsächlich ist eines der größeren Probleme, wenn man Software entwirft, nicht sich mit der Software selber auszudenken und das Modell irgendwie hinzukriegen. Das viel größere Problem ist, die Anwendungsdomäne zu verstehen. Das heißt, es ist nicht mal so sehr das Problem, dass ihr eure Konzepte den Anwendungsleuten erklären müsst, sondern ihr müsst verstehen, was die euch erklären. Und ihr müsst euch eigentlich gegenseitig verstehen. Ihr müsst sagen, hey, ich habe das jetzt so verstanden, also wenn zum Beispiel der Kali kommt und nimmt jetzt, holt den letzten Avengers Endgame-Film runter davon und benutzt das, holt sich das da irgendwie von KinoX.to, dann ist das doch Diebstahl. Und dann sagt er zu euch, nein, das ist kein Diebstahl, das ist Copyright-Verletzung. Na? Und dafür kriegt er nicht ein Jahr Knast, sondern nur eine Woche. Oder so. Ne? Oder nur eine Geldstrafe. Oder irgendwie was. Oder solche Dinge mehr. Und dafür nehmen wir ihm dann den Computer weg oder was immer die da so tun. Das ist in einer anderen Kategorie und deswegen ist das nicht so schlimm oder ist das eben eine andere Art von Verbrechen. Okay, ich muss aus diesem Beispiel raus. Das ist ganz schlimm. Ich rede mich um Kopf und Kragen. Morgen habe ich hier einen Rechtsanwalt stehen oder einen Staatsanwalt, viel schlimmer. Na, und da gibt es einen Unterschied, Rechtsanwalt und Staatsanwalt. So, die Idee ist, wir machen das an Hilfe von möglichst konkreten Szenarien, weil es typischerweise interdisziplinär leichter fällt, sich dann einen Sachverhalt gegenseitig nachvollziehbar zu machen, als wenn man Fachbegriffe verwendet. Das ist der tiefgehende Punkt. Und das Problem ist, dass es insbesondere den Informatikmenschen unfassbar schwer fällt, in konkreten Beispielen zu denken oder zu schreiben oder zu malen. Was im Wesentlichen daran liegt, dass ihr jetzt ungefähr ein Jahr lang gelernt habt, von der konkreten Welt zu abstrahieren und auf eine höhere Abstraktionsebene zu kommen. Weil wenn man das nachher im Computer alles abbilden möchte, dann muss man das eben von die Mondrakete knallt gleich ziemlich fest auf dem Mondboden auf zu V und H gleich so und so abstrahieren muss. Das heißt, ihr habt jetzt ein Jahr lang gelernt, von den konkreten Beispielen wegzugehen, um abstrakte Dinge im Computer machen zu können. Und in dieser Vorlesung müssen wir euch jetzt wieder zurückholen, damit ihr wieder konkret Dinge am Beispiel machen könnt, die ihr dann mit anderen Disziplinen, Leuten von anderen Disziplinen besprechen könnt. Und das üben wir in der ersten Hausaufgabe, wenn ich Clemens richtig interpretiert habe. Und ihr werdet da gebeten, zu abstrakten Begriffen Beispiele zu geben. Ne? Und wir üben das jetzt mal und jeder gibt jetzt mal im Chat ein Beispiel für ein Auto. Uhaha. F ist kein gutes Beispiel für ein Auto. Fiat Panda, mein Auto. Mini Cooper, Tesla Roadster. Also, Fiat Panda, Mini Cooper, Tesla Roadster, das sind Audi S6, Matchbox, Audi, das sind Brands, das sind Marken von Autos. Das ist nicht ein konkretes Auto. Irgendeiner hat geschrieben, mein Auto, das ist ein konkretes Auto. Hey, Nikita, gut. irgendwer hat geschrieben, mein Mini Cooper. Stand das da irgendwo? Oder habe ich das mir eingebildet? Geht so durch? Oder mein Fiat Panda oder sowas? Mein Fiat Multipla. Hey, das ist genau ein Auto. Das ist cool. Oder der Golf mit der Nummer Kassel Z63, Z42 natürlich. Das ist ein Auto, ein konkretes Auto. Tatsächlich braucht man es manchmal noch konkreter. Und zwar das Auto mit dieser Nummer am Montagmorgen, bevor der LKW davor gefahren ist. Na, das beschreibt einen ganz bestimmten Zustand zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt. Und die Sachen braucht man meistens zusammen. Also wir brauchen nicht eine Marke, sondern eine konkrete Instanz. Und prinzipiell gilt so die Faustformel, wenn das Ding einen Vornamen hat, einen individuellen Namen, dann ist es auch ein einzelnes Objekt. Na? Und ja, die Dinge sind kompliziert. Fange ich nicht mit an. Na? Und was wir jetzt eben in diesem Beispiel brauchen, ist nicht ein Student,
geht zu einer Universität und hört eine Vorlesung, sondern Kali steht montagmorgens 12.30 Uhr, ziemlich früh zugegeben, vor der Stadiolite University in der Straße so und so und betritt um 12.31 Uhr das Foyer, den Matheraum. Das sind alles komplett eindeutige Dinge, die da gemeint sind. Und dann ist es eben auch klar. Und das muss man üben. Und das werden wir jetzt in der ersten Hausaufgabe üben. Dabei werden wir dann nebenbei auch noch lernen, mit GitHub umzugehen. Richtig? Wow. Was eigentlich die größere Lernhürde ist. Und dann haben wir das erledigt. Und ich glaube, ich habe keine Vorlesung, keine Folie mehr. Der blättert nicht weiter, wenn es am Ende ist. Das ist ja spannend. Okay, das war's für heute. Und ich fasse es nicht, ich bin nur 4 Minuten überzogen. Prima. Das war's für heute. Ich wünsche euch Spaß am Freitag. Ja, bitte noch mehr klatschende Hände, das ist toll. Hey, alle, die es gefallen hat, klatschende Hände. Alle anderen tragen sich bitte ein, dass sie eine 5 haben wollen. Okay, wunderbar. Hey, super. Cool. Ich freue mich auf das kommende Semester und auf das Semester danach. Nächstes Semester wird es ein bisschen, nächste Woche, Entschuldigung, nächste, am Freitag bespaßt euch der Clemens und erklärt euch, wie das mit konkreten Beispielen geht. Boah, wir haben sogar ein Katzenvideo, wie cool. Und dann können wir in der Woche drauf am Dienstag die Java-Implementierung von Klassen kennenlernen und danach können wir dazu komplizierte Hausaufgaben machen und dann können wir tatsächlich an die Programmierung von Beispielabläufen gehen. Na, also wie kriege ich dann das Verhalten auf dem Modell aufgesetzt? Wunderschön, freue ich mich drauf. Wir sehen uns in nächster Woche.